Willkommen zurück bei Friede, Freude, Smartphone. Das hier, das ist der Kurs für Ihr iPhone und heute geht's weiter mit der Aufgabe 6. Einmal geöffnete Apps laufen im Hintergrund weiter, schließe alle offenen Apps auf deinem iPhone. Ja, nochmal kurz erklärt, was sind eigentlich Apps? Apps sind kleine Mini-Programme, mit denen ein Smartphone funktioniert. Das heißt, für alles, was Sie auf Ihrem Smartphone machen, brauchen Sie eine App. Telefonieren ist eine App, fotografieren ist eine App, Ihr Adressbuch ist eine App. All das sind kleine Mini-Programme und die werden Apps genannt. Jede dieser App ist durch ein kleines Symbol auf dem Bildschirm dargestellt und immer wenn ich auf dieses Symbol tippe, dann öffnet sich dieses Programm. Das heißt, Sie können jetzt mit diesem Programm arbeiten. Wenn Sie wieder auf Ihren Home-Button drücken oder bei dem iPhone 10 hier von unten nach oben ziehen, dann kommen Sie immer wieder zurück auf Ihren Startbildschirm. Aber die Apps, die Sie geöffnet haben, also die Sie gerade benutzt haben, die werden nicht automatisch wieder geschlossen oder beendet. Die laufen im Hintergrund quasi weiter. Warum ist das so? Ich gebe mal ein Beispiel. Also, Sie wollen sich vielleicht gerade eine Telefonnummer in Ihrem iPhone abspeichern. Das heißt, Sie sind in der App Telefonbuch, Sie tippen da den Namen und die Nummer ein und in dem Moment kommt ein Anruf rein. Das heißt, Ihr iPhone muss jetzt die App Telefon starten. Wenn es jetzt aber einfach die App Adressbuch oder Kontakte beenden würde, dann wäre all das, was Sie gerade eingetippt haben, gelöscht. Das soll aber nicht passieren. Das heißt, die App Telefon soll sich öffnen, Sie gehen ans Telefon, Sie beenden das Telefonat, gehen zurück ins Adressbuch und hier soll alles noch so sein, wie Sie es verlassen haben. Deswegen läuft diese App im Hintergrund weiter. Wie können Sie jetzt all diese Programme beenden und wo sehen Sie, welche Programme noch laufen? Dafür müssen Sie hier auf Ihrem Home-Button zweimal kurz hintereinander tippen. Ich mache das mal hier auf meinem Smartphone. Also, ich öffne einfach mal drei Programme. Geht zurück zu meinem Startbildschirm, das heißt, ich drücke hier einmal auf den Home-Button und jetzt drücke ich ganz schnell zweimal hintereinander auf diesen Home-Button. Eins, zwei. Und jetzt sehen Sie hier nebeneinander all die Programme, die Sie gerade benutzt haben. Falls Sie ein neueres iPhone haben, das den Home-Button nicht hat, da müssen Sie einfach nur von unten bis zur Mitte ziehen und jetzt sehen Sie alle geöffneten Apps. Wie können Sie diese Apps jetzt schließen? Ganz einfach. Sie wischen sie einfach nach oben weg, mit dem Finger nach oben wischen. Und dann sind die Apps geschlossen. Sie können dafür auch mehrere Finger nutzen, dann werden gleich mehrere Apps auf einmal geschlossen. Und weil es hier mehrere Möglichkeiten gibt für ältere und neuere iPhones, gibt es hier zwei Aufkleber. Sie haben hier einmal zweimal und einmal nach oben wischen. Ich habe ein älteres iPhone, deswegen nehme ich hier zweimal und das klebe ich mir hier unten hin. Dann weiß ich, ich muss zweimal auf diesen Home-Button tippen, um alle geöffneten Apps zu sehen. Falls Sie ein neueres iPhone haben, 10 oder 11, dann nehmen Sie diesen anderen Aufkleber. Sie müssen jetzt von unten bis zur Mitte wischen und dann sehen Sie Ihre geöffneten Apps. Ja, und das war's für heute. In der nächsten Aufgabe befassen wir uns mit der Schnellzugriffleiste. Bis dahin. Tschüss.